Hallo meine lieben Freunde zu Let's Play F-Zero X. Ein kleines Zwischen-Let's Play von mir. Da ich ja, wie ihr wisst, es eine Zeit lang habe, bis Pokémon anfängt, das wäre bis zum 25. und ich da leichte Langeweile habe, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt noch ein kleines Zwischen-Let's Play. In dem Fall F-Zero X, das für die N64 erschienen ist. Joa, was gibt's denn hier Schönes? Und zwar den Grand Prix Race, Time Attack, Death Race, Options Practice. Wir machen natürlich den Grand Prix und zwar auch Standard, denn Novize habe ich das alles schon vorgespielt. Und hier haben wir sogar, wow, 2 Xe. Sehr cool. Also, dieses Let's Play wird eher ein kurzweiliges Let's Play. So von 10 Parts ungefähr, weil ich möchte euch einfach nur die Strecken zeigen. Und, boah, ein bisschen das Spiel zeigen. Und wir starten hier voll durch New City gleich. Und ihr habt einfach Spaß beim Zugucken. 2, 1, 0, gib Gas! Wie gesagt, dieses Spiel ist für die Nintendo 64 erschienen. Das Jahr habt ihr hoffentlich vorhin am Anfang gesehen. Denn ich weiß es nicht auswendig. Und ja, hier gibt es so eine komische Pampe. So eine pingene. Die ist dafür da, dass eure Energie, die ihr rechts oben seht, Leute, wieder aufgefüllt wird. Ist ziemlich praktisch und auch ziemlich gut, dass man sowas hat, ne? So, deswegen geben wir jetzt mal Gas und sind momentan auf Platz 10. Passt ja mal momentan. Gib Gas, Mann. Jetzt haben wir Boost Power ab der zweiten Runde immer. Das heißt, es ist sowas wie, ihr könnt es beschreiben wie Nitro. Bei Need for Speed. So könnte man es am besten beschreiben, glaube ich. Und ja, jetzt gib Gas, Mann. Gib Gas. Ja, wir sind schon mal Dritter. Und au, lass mich in Ruhe. Man kann die Gegner auch so schön zerstören, indem man sowas hier macht. Und mit Glück gehen die Gegner außenrum irgendwie am Arsch. Aber ist mir ein bisschen gefährlich mit dem Rennen. Ich mache das nur zwischendurch mal, wenn ich mir 100% sicher bin, da ich nicht unbedingt sterbe oder aus dem Level fliege. Denn diese Möglichkeiten gibt es auch. Also, dass man aus dem Level fliegt oder auch zerstört wird, wenn die Energie am Ende ist, dann blinkt man so schön rot wie Link, wenn er nur noch weniger als 3 Herzen hat. Und letztendlich hat man vielleicht das Pech, dass man sterben könnte. Jetzt gibt Gas, Mann. Wir sind Erster und wollen das Rennen natürlich gewinnen. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yay! Wir haben gewonnen. Yes, we are number one in diesem Rennen. Also Erster. Mit einem Maximum Speed von 1202 km/h. Das ist schon heftig, ne? Also auf dem ersten Platz erhält man 100 Punkte. Auf dem zweiten 93, 87 für den dritten, etc. und so weiter. Nur auf dem letzten Platz kriegt man keine. Sogar auf dem vorletzten Platz bekommt man noch 16 Punkte und auf dem letzten kriegt man 15 sogar. Ich habe gedacht, da kriegt man gar nichts. Na egal. Deswegen gehen wir mal direkt ins nächste Rennen hinein bei diesem Grand Prix. Der Grand Prix besteht aus 6 Rennen und jetzt sind wir in der Silence High Speed Zone, wo wir gut Maximum Speed gebrauchen können. Und das war ja mal wieder ein total Blitzstart von mir. Gib Gas, Mann. Lass mich durch. Hallo. Ich hab Lust. Ich bin Kurierfahrer. Ich hab Lust. Lass mich nicht durch. Ey, Mann. Mann, ey. Häuft euch doch nicht alle auf einem Fleck an. Oh. Mist. Woll ich jetzt einen zerstören? Zu spät reagiert. Naja, jetzt sind wir nur noch 17. Jetzt gib mal Gas. Okay, dieses Spiel ist nicht so einfach, wie es eigentlich aussieht. Nur mal so nebenbei gesagt. Denn das Spiel hat schon. Ich spiele es jetzt auf Standard, der mittleren Stufe momentan. Und ihr seht, ich bin nur 15er. Das hat aber nichts zu heißen. Man kann immer schön Gas geben und aufholen. Aber letztendlich, das Spiel hat schon in sich, fand es damals das schwerste Rennspiel für die N64. Ich habe wirklich ewig gebraucht, dieses Spiel durchzuspielen. Und ja. Mal sehen, wie weit ich jetzt hier komme und ob ich den Grand Prix als erster Platz hier beenden kann. Denn unser Rivale, den wir vor uns sehen, das ist derjenige, der hinter uns in der Tabelle liegt in dem Moment. Den hole ich mir jetzt glatt noch. Und wir sind 7. Und wow, in die Pampe rein, bitte. Sind wir 5. Aber den dritten bekommen wir nicht mehr. Genauso wenig den 4. Deswegen haben wir das Rennen als 5. absolviert.
Naja, könnte besser sein, ne, Leute? Aber ja, wenn das Video ein bisschen ruckelt zwischendurch oder die Ränder nicht so praktisch ein bisschen ruckeln, das kommt vor bei dem Spiel und wir sind nur noch Zweiter in der Gesamtwertung mit 5 Punkten Rückstand, das summen wir wieder auf. Das kommt vor bei dem Emulator leider. Ich hoffe, ihr werdet es überleben. So, Sand Ocean. Wie gesagt, ich habe mir gedacht, so als kleines Zwischen-Let's Play bringe ich das jetzt ein bisschen. Ist ein cooles Let's Play, cooles Spiel, finde ich. Hat mir früher schon immer Spaß gemacht und ja, ich bin auf eure Kommis sehr gespannt zu diesem Spiel, ob es euch gefällt, ob es euch nicht gefällt. Denn da ist ja außer dem Let's Battle mein erstes Let's Play, wo ich jetzt ein Rennspiel mache. Gab's vorher bei mir noch nicht. Außer halt beim Let's Battle, wie gesagt. Aber vorher gab's das bei mir noch nicht. Deswegen bin ich mal auf eure Kommentare und eure Reaktionen gespannt, ob euch dieses Spiel gefällt und ob euch an sich solche Let's Plays gefallen, wenn ich so ein bisschen Gas gebe, auf Deutsch hier sagt, ne? So, aber jetzt wollen wir gucken, dass wir Richtung Platz 1 mal vorkommen. Denn momentan sind wir nur 9. und ich würde gerne da ein bisschen weiter nach vorne kommen. Zack, lassen wir mal durch. Final Lap, da vorne ist der erste Platzierte und zwar unser Rivale, an dem wir jetzt vorbei sind. Sofern ich vorm Rival lande in jedem Rennen, bin ich eigentlich recht zufrieden, weil dann kann man nämlich 100% sicher sein, dass man in der Gesamtwertung leicht weiter nach oben steigt und ich glaube, den ersten Platz können wir dann sichern. Und yay! Wir sind wiederum Erster geworden und das gibt 100 Punkte unser Rival, ist nur Vierter geworden. Das kommt sehr gut rüber, würde ich sagen. Joa. Und in der Gesamtwertung haben wir nun eine Führung ein bisschen ausgebaut auf 14 Punkte. Naja, gibt noch viel zu tun. Jetzt sind wir im Devil's Forest in der Corkscrew. Okay, Maximum Speed lassen wir mal so. Auf zum vierten Rennen. Hoffentlich geht das nicht Schlag auf Schlag für euch hier. Wow, Zero. Ich will einfach mal gucken, wie weit ich jetzt hier in einem Part komme, wie viele Rennen ich da schaffe. Ich will ja nicht unbedingt das Let's Play durchrennen oder so. Boah. Ich zeige euch später bestimmt noch ein paar andere Spielmodi, zum Beispiel das Death Race. Das besteht eigentlich darin, in eine Bestzeit darin aufzustellen, alle Gegner, die mitfahren, zu töten. Ist was Interessantes, werde ich mit euch auch machen, selbst wenn ich 15 Minuten oder länger für so ein Ding brauche. Ja, ganz witzig, wenn man die Gegner einfach nur killen soll und das geht durch. So. Ja, am 25. geht's ja los mit Let's Play Pokémon Silber 1.2 der Kanto-Region. Was sehr fein ist, finde ich, denn darauf freue ich mich jetzt schon seit Wochen wieder. Dieses Let's Play, das wird mir bestimmt wieder super viel Spaß machen, genauso wie die anderen, die ich beendet habe. Banjo-Kazooie, Super Mario, waren alle cool. Und jetzt läuft ja noch nebenbei Zelda, da Blind mache und oh mein Gott, das kann doch was werden, Leute. Gut, aber dieses Let's Play hier ist nicht blind, denn dieses Spiel kenne ich schon. So, jetzt gucke ich mal darüber und wieder darüber. Und mit Glück erhalten wir... Gib Gas, ich will Erster werden. Yay. Wir sind schon wieder Erster geworden. Ich habe jetzt gerade mein Mikro wieder näher an den Mund gemacht. Ich hoffe, ich war jetzt vorher nicht zu leise oder so. Weil das wäre jetzt sehr unpraktisch, wenn ich vorher leiser gewesen wäre. Aber wir werden es merken im Video, beziehungsweise ich werde es merken, ihr werdet es merken. So, jetzt haben wir, glaube ich, unseren Vorsprung auf 21 Punkte verbessert und starten nun mit Big Blue, einem Zylinderrennen. Macht mir irgendwie Angst, Leute. Aber die Musik ist cool. So viel weiß ich noch. 3, 2, 1, 0! Gib Gas! Yay! Dum, 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 da 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 dum. Da-dum. Boom. Da-dum. Ich bin so cool. Ich schaff das. Ich bin schneller als mein Rivale. Denn seh ich vor mir. Jetzt gebe ich Gas. Und ich singe mal schon wieder. Mann ey. Ich soll das singen. Wow, 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 wow. 14. Dieses Rennen finde ich ziemlich übersichtlich. Da weiß man nämlich nie, wo seine Gegner stecken. Die könnten von jeder Seite auftauchen. Und eine S-Kurve, die wir bravourös gemeistert haben, muss ich schon sagen. Und yeah, boost.
Power. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwie jetzt abbreche. Wow, wir haben gar nicht abgehoben. Gib Gas, gib Gas, gib Gas, komm schon. Dum, 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 dum. Boing, 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 boing. Wow. Das Rennen hat schon heftig in sich, finde ich. Und meine Energie geht auch immer weiter runter. Ich blinke schon. Nicht so gut. Ich brauche ein bisschen Pampe, bitte. Nein! Du Elender! Du Elender! Wer war das? Der hat mich doch voll aus dem Rennen gekickt, gerade eben. Mann. Naja, zum Glück haben wir 4 Leben. Und werden jetzt einfach nochmal durchrasen. Jetzt habe ich noch 3 Leben, aber das war schon ein bisschen mies, muss ich schon sagen. 2, 1, 0. Das war jetzt der erste Fail. Ziemlich nice Fail, muss ich sagen. Ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht nochmal so vorkommt. Und jetzt darüber, denn da ist noch so eins. Wuppa! Das war ein geiler Sprung. Weil wir einfach mal oben, denn hier oben müsste eigentlich... Genau. Wieder so ein Speed-Ding sein. Hier ist wieder so ein Speed-Ding und... Oh, hier sind nur noch... Nur 20. 21. Also an dieser Stelle passe ich ab jetzt auf. Ich will nicht nochmal da runterfallen. Wuppa! Oh, das ist schlimm, wenn man angeremmelt wird und das Auto irgendwie... Das Auto, Alter! Warum sage ich Auto? Das ist ein Fahrzeug, das ist ein Hovercraft. Oder so, keine Ahnung. Wow! Oh, ey. Es geht ganz an die Substanz, dieses Rennen hier. Wow, wow, nicht zu schnell werden. Oh, scheiße. Mana, mana. Und jetzt wieder aufpassen, nicht, dass wir nochmal an der gleichen Stelle rausfetzen. Jo, Energie aufgeladen und Stabilität wäre auch nicht schlecht in der Kurve hier. Jetzt geben wir mal Gas, wir sind nämlich nur 5. und unser Rivale ist 1. Oh, shit, ey. Gib doch mal Gas, Digga. Oh Mann, jetzt muss ich aber auf meine Energie aufpassen. Ich habe keine Lust, irgendwie jetzt hier letztendlich noch abzukratzen, kurz vorm Ziel. Momentan auf Platz 4, das muss noch ein bisschen besser werden. 3. Wow, 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 ist ein 3. Auf jeden Fall mal sehr gut für die Gesamtwertung wieder. Jetzt geben wir Maximum Speed. Unser Rival ist da vorne. Den holen wir uns jetzt noch. Und. Ja! Wir sind erster geworden. Speed up. Wow. Das heißt, in der Gesamtwertung sind wir wieder ein bisschen besser. Gut. Haben wir wieder 100 Punkte gemacht und dann hat 7 Punkte schlecht gemacht. Das heißt, im nächsten Rennen könnte uns... Platz 7 oder so schon ausreichen. Schaffe ich das letzte Rennen noch? Noch 2 Minuten knapp Zeit. Ach, das bekomme ich schon. Bekomme ich das noch hin? Ich glaube eher nicht mehr, Leute. Deswegen werde ich den ersten Part hier jetzt beenden. Und hier kann man noch so schön die Farben auswählen. Und wir bleiben jetzt genau hier stehen bei Pyrex. Unserem Fahrer. In Rot. Nein. Bitte wieder in Schwarz. Und ja, ich hoffe, dieses Let's Play gefällt euch. Und ihr habt viel Spaß daran, Leute. Wie gesagt, ist ein kleines Zwischen-Let's Play. Und ja, hab mir gedacht, es ist mal eine gute Idee, dieses zu Let's Playen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, wie gesagt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, bei den anderen Parts, die noch in den nächsten Tagen hochgeladen werden. Und ja, deswegen sage ich, mich freut es, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich auf eure Kommis über dieses Let's Play. Da bin ich echt mal gespannt, was ihr so schreibt. Ob es jetzt ein Schuss in den Ofen ist, das Let's Play, oder eher so ein, boah, geiles Let's Play, das Spiel gefällt mir voll. Bin ich mal gespannt über eure Meinungen und ja, deswegen sage ich bis zum nächsten Mal bei Let's Play F0X, Mann, jetzt kann ich nicht mehr reden. Und ja, dann gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal, euer Sebi. Ciao, Leute, bye.